drei Turnieren jetzt. Deutschland kommt immer schwer in ein Turnier rein. Und das habe ich mir gedacht, okay, wenn wir normalerweise 8 Tage Vorbereitung haben und kommen dann schwer in ein Turnier rein, dann kann ja die Lösung eigentlich sein, wir machen keine Vorbereitung und kommen dann locker in ein Turnier rein. Aber genau, das ist nicht passiert. Wir haben uns schwer getan in der ersten Halbzeit. Du hast auch gemerkt, es war nicht richtig befreit, es war ein bisschen verkopft und dann war es vor allem zu langsam. Wir haben dann in der Halbzeit haben wir der Mannschaft die Räume etwas anders aufgeteilt, auch die Nummer oder den Raum von Arne Meyer etwas anders aufgeteilt und dadurch muss ich sagen, hat Arne unser Spiel sehr, sehr gut gestalten können dann danach. Das war prima. Einen Fehler haben wir auch abgestellt, wir haben viel zu viele Ballkontakte gehabt und zu langsames Passspiel. Das hat die Mannschaft geändert und okay, dann sieht man halt schon auch die Jugend, wenn dann das 1-0 fällt, auf einmal fallen dann unsichtbare Lasten ab und auf einmal können sie alle das zeigen, was sie eigentlich drauf haben.